So, da. Bodentemperatur, also ich meine 2 Meter über Boden, ja. Jetzt 18 bis 20 Grad, je nachdem, ja, wer die Wahrheit sagt und wie was geeicht wird, ja. Aber auf jeden Fall auf 2 Quecksilber-Temperaturmesser an der Wand im Schatten. Ja, 21 Grad habe ich gesehen, ja, hier in Strebelsdorf. Man sieht, dass sich die Eiswolken, ja, also die restlichen Eiswolken bis zur Gänze auflösen. Ja, das heißt, dass oben keineswegs minus 35 oder gar minus 40, ja, und Luftfeuchtigkeit mehr als 60% herrschen. Weil sonst würden sich die Wolken nicht auflösen. Trotzdem gibt's Order an die Geoengineering aus über, ja, die immer noch nicht begreifen, dass die heute mit den Sprühaktionen absolut keine Chance haben, ja. Weil es fällt einfach die Luftfeuchtigkeit, ja. Wenn sich die Luftfeuchtigkeiten aus den Wolken auflösen, also auflösen, verbreiten über sämtlichen Himmel, dann ist es im Durchschnitt viel zu wenig Luftfeuchtigkeit, damit ordentliche Kondensation stattfinden kann. Nicht einmal die flüssige. Ja? Also bei der Temperatur, die da oben herrscht, also wenn sich Eiskristallwolken auflösen, ja, dann könnten theoretisch zumindest flüssige Wolken bleiben, aber dafür fehlt eindeutig die Luftfeuchtigkeit. Ja? Man könnte sagen, ja, man könnte noch mit Druck, mit Luftdruck etwas ändern, und die Natur könnte mit Luftdruck etwas ändern, aber auch nicht viel, weil wenn die Luftfeuchtigkeit einfach fehlt, dann fehlt sie einfach, ja. Aber auf jeden Fall, die Order des Geoengineerings aus über haben das nach wie vor nicht kapiert. Und immer wieder findet man Flieger, die einfach sprühen. Ja? Und es ist einfach so offensichtlich, dass das keine Kondensstreifen sein können. Weil, wie gesagt, die Temperatur fällt, damit sich die bleibende Kondensstreifen bilden können oder bleiben können, so auch die Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit beim Verbrennen des Treibstoffs ist einfach nicht ausreichend, damit diese Streifen bleiben können. Der Ruß, der Partikelruß aus dem, bei dem Verbrennen vielleicht, aber dazu müsste die umgehende Luftfeuchtigkeit vorhanden sein. Die ist aber nicht. Da ist der eindeutige Beweis, dass die Luftfeuchtigkeit einfach nicht vorhanden ist. Ja? Und die Arschlöcher, ab und zu fliegt irgendjemand, ich sage nicht, dass der Pilot Trottel ist, der bekommt Order und der macht's, ja? Aber die, was die Order heute angeordnet haben, das sind meiner Meinung nach absolute Idioten, weil sie sich damit einfach nicht abfinden können, dass sie heute gegen die Sonne, ja, also relativ starke Sonnenstrahlung und die fehlende Luftfeuchtigkeit absolut keine Chancen haben. Und zusätzlich dazu ist noch der warme Föhn, also der warme Wind da, in verschiedenen Höhen. Ja, ja, Susna, seht ihr das? Na, das wird wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Da rechts, die Farben, ja? Also nicht nur Metallreflexion, ja? Sondern da findet bereits die Farbspektrumaufteilung, ja? Und da ist sehr wenig Eis noch vorhanden. Das ist schon beim Auflösen. Das heißt, die einzige Ursache für diese Farbaufteilung, also überhaupt für die Reflexion, ja. Also übrigens, da ist hinten Kondensstreifen, schöne Kondensstreifen, der sich auflöst, ja, so nebenbei. Also diese Aufteilung ist eine höhere Dichte von Metallstäuben, ja, fast ohne Luftfeuchtigkeit, fast ohne Eiskristalle. Wäre da noch Luftfeuchtigkeit, Eiskristalle,
flüssige Moleküle vorhanden, dann hindern sie, dann drosseln sie diese Reflexion. Und dann wäre womöglich diese Lichtaufteilung gar nicht, also die Farbaufteilung, gar nicht wahrnehmbar, gar nicht sichtbar, weil sie durch das Wasser absorbiert wäre.